das Video. Und zwar, wie ihr schon lesen konntet, geht es heute um Fullface-Helme und wie man dort seine Actioncam beispielsweise in einer GoPro befestigt. Zunächst, es gibt ja immer die Möglichkeit, die GoPro an der Seite zu befestigen. Das ist gewöhnungsbedürftig, also Geschmackssache. Also ich zum Beispiel mag es nicht, die GoPro an der Seite zu haben, weil mir gefällt die Perspektive überhaupt nicht. Ich hatte obendrauf die GoPro bis jetzt, zum Anfang immer. Dort habe ich aber auch immer das Visier im Weg. Finde ich auch nicht so prickelnd. So, bis vor einiger Zeit hatte ich immer mein Klebepad hier vorne dran. Sprich, die GoPro immer in Sichthöhe und zwar ungefähr so. Das heißt, die GoPro hat immer die Hälfte der Sicht bei mir eingenommen, was natürlich sehr irreführend ist beim Fahren und halt stört. Nun habe ich eine andere Methode mir überlegt, indem ich mir quasi hier oben in die Kappe, in die Blende, in das Visier mir ein Loch einbohre und die GoPro mit dieser Halterung befestige. Wenn ihr sowas hier holt, ist es wichtig, dass ihr hier so eine Mutter habt. Also möglichst eins nehmen, wo eine Mutter ist, so wie die hier. Das ist nicht teuer, das kostet vielleicht 3-4 Euro, diese Halterung, ne, oder weniger, je nachdem wo ihr es kauft. Ich habe hier einfach zwei dickere Unterlegscheiben genommen, eine M6 Schraube und ja, ich werde jetzt hier ein Loch reinbohren und dann von unten meine GoPro mit der Halterung befestigen. So, da sind wir wieder. Ich habe mir ein wenig Anti-Rutschmatte rausgesucht. Hatte ich noch irgendwo rumfliegen. Mein Gedanke hierbei ist, dass ich die Anti-Rutschmatte zwischen die Halterung und dem Visier mache und dass es dementsprechend ein wenig als Lärmdämmung und Vibrationsdämmung dienen soll. Ich hoffe, es funktioniert. Ich werde das natürlich dementsprechend bei meinen nächsten Abfahrten testen und dann würde ich sagen, schnell durchlaufen. Ne? So, die Halterung ist am Visier angebracht und das Case natürlich auch. Was gibt es groß noch zu sagen? Ich hoffe, es wird auf jeden Fall den Lärm und die Vibration rausdämmen, die Anti-Rutschmatte. Gut, und dann würde ich fast sagen, werdet ihr gleich sehen, und werdet vor allen Dingen gleich Zeuge werden, wie die Sicht letztendlich aussehen wird und ob sie euch gefallen wird. Das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Bis gleich. Hier nun die Sicht, wie es ausschaut. Und ich finde, es sieht gar nicht so schlecht aus. Das ist echt gut geworden. Kann man echt mal einen Daumen hoch geben. Und da würde ich sagen, viel Spaß beim selber bauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.